Ich begrüße Sie hier in dem Raum. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, eingeladen worden bin zu dieser Veranstaltung. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, würde ich gerne zwei Punkte nochmal aufgreifen, die wir heute schon gehört haben. Zum einen das Thema, dass Entwicklungen in der Luftfahrt manchmal sehr lange dauern. Also das kann ich bestätigen an dem, was ich Ihnen heute erzähle. Als ich begonnen habe, bei MTU zu arbeiten, Ende der 80er Jahre, gab es bereits Projekte zum Thema Propfan, Gear-Turbofan. Damals hat Pratt & Whitney ein Konzept verfolgt, das hieß Advanced Ducted Prop. Der eine oder andere von Ihnen kennt das wahrscheinlich. Ich habe heute den Herrn Holste hier gesehen. Ich habe damals in der Zeit mit ihm Versuche durchgeführt bei der DLR in Göttingen. Da wurden also Windkanalmodelle getestet vom CRISP, vom MTU-Konzept und von einem Turbofan später. Sie sehen, das war Ende der 80er Jahre, das hat also fast 25 Jahre gedauert, bis dieses Konzept sich dann durchgesetzt hat im Triebwerksbau. Der Gear Turbofan, von dem ich Ihnen heute erzählen werde, das ist eigentlich nichts anderes als vom Konzept her der Advanced Ducted Prop von Pratt & Whitney aus dieser Zeit. Zwischenzeitlich ist das Konzept wieder verschwunden vom Markt, weil die Kraftstoffpreise gesunken sind oder nicht so gestiegen sind, wie man sich das erwartet hat. Gleichzeitig heute, wenn man sich das anschaut, liegen wir bei $3 pro Gallone Kraftstoffpreis. Das war auch der Treiber dieser ganzen Entwicklung. Wir haben inzwischen 5 Plattformen für dieses Gear-Turbofan-Konzept gefunden. Ich stelle Ihnen die heute vor. Ausschlaggebend war im Jahr 2008 war der Kraftstoffpreis bei etwa $4 pro Gallone. Das war auch das Jahr im Juli 2008 ist die C-Series von Bombardier gelauncht worden. Das eine dieser Plattformen ist, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, ich würde gerne nochmal das Thema Open Rotor aufgreifen. Open Rotor ist lange in der Diskussion. Open Rotor optimiert den Kraftstoffverbrauch. Im Moment liegen die Werte beim Noise noch nicht dort, wo jetzt ein Gear Turbofan liegt. Ich zeige Ihnen das dann auf den Bildern. Ich bin mir sicher, dass man auch beim Noise den Open Rotor verbessern wird, aber was wir hier sehen heute, das sind Sachen, die kommen nächstes Jahr in Service. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen, das wird gebaut. Wir haben ungefähr eine Vorstellung davon, wie die Verbesserungen sein werden und was es bedeutet. Und es wird hoffentlich nicht nur die Fluggesellschaften erfreuen, dass die Einsparungen kommen, die da versprochen sind, sondern auch die Umwelt, die Anrainer von Flughäfen, die Flughäfen selbst und alle Betroffenen entlasten. Bei zunehmendem Luftverkehr, bei mehr Flugbewegungen, wir haben es heute gesehen, bei einem Wachstum von 5-6% pro Jahr, muss auch schnell was passieren. Also es geht auch um den Zeitpunkt. Ich zeige Ihnen das jetzt in den folgenden Bildern. Ich würde gerne auf das Konzept des Gear Turbofan eingehen, zeige Ihnen die Anwendungen, die wir heute haben. Spreche kurz über den Entwicklungsstatus und dann gebe ich einen kurzen Ausblick. Wenn Sie den Unterschied anschauen von einem konventionellen Triebwerk zu einem Gear-Turbofan, dann besteht das in erster Linie darin, dass beim Gear-Turbofan eine weitere Komponente im Triebwerk ist. Das ist das Getriebe, wie der Name schon sagt, Getriebefan oder Gear-Turbofan. Das ist eine Komponente, die den Fan und die Niederdruckwelle trennt. Also Sie können die Geschwindigkeiten von beiden separat einstellen. Bisher waren Sie beim Turbofan dadurch beschränkt, beim Fan zum Beispiel, dass Sie die Fan-Tip-Speed nicht zu groß wählen dürfen, aus Lärmgründen. Sie wollen also möglichst einen langsam laufenden Fan, um einen effektiven Fan zu haben. Sie wollen aber schnell laufende Komponenten bei den Turbomaschinen. Die einzige Lösung ist, das zu entkoppeln und das macht man mit einem Getriebe. Pratt & Whitney hat sich entschieden, dieses Konzept durchzuziehen. MTU ist Partner in dem Programm. Vorteil dessen ist, dass sie zum einen erhebliche Verbesserungen haben bei den Komponentenwirkungsgraden. Das heißt, das Triebwerk wird wesentlich kraftstoffsparender, stößt damit auch weniger CO2 aus, es wird leiser, wird aber auch in den Wartungskosten geringer. Wenn Sie sich den Gear Turbofan anschauen,
Wichtigste Komponente, die auffällig ist, ist das Getriebe. Das ist neu entwickelt worden. Es galt lange Jahre als riskant, ein Getriebe einzubauen beim Turbofan. Mit vielen Tests und langjährigen Entwicklungsausgaben bei Pratt & Whitney, aber auch bei MTU, ist dieses Konzept dann realisiert worden. Es sind andere Komponenten noch notwendig, um diesen Geared-Turbofan zu bauen. Wir brauchen einen High-Bypass-Low-Speed-Fan, das heißt mit sehr hohem Nebenstromverhältnis. Herr Holste hat das ausgeführt. Je größer das Nebenstromverhältnis, desto größer die Einsparung und desto niedriger der Lärm. Wir brauchen einen schnell laufenden Niederdruckverdichter, das heißt die gesamte Niederdruckwelle läuft etwa dreimal schneller als der Fan. All die Komponenten auf der Niederdruckwelle müssen neu entwickelt werden. MTU ist zuständig in dem Zusammenhang für die schnell laufende Niederdruckturbine. Ist über verschiedenste Technologievorhaben in den letzten Jahren entwickelt worden. Dann brauchen wir ein sehr leistungsfähiges Kerntriebwerk. Von den 8 Stufen des Verdichters beim Geared Turbofan ist MTU für die ersten 4 Stufen zuständig. Das ist also der Bauanteil der MTU. Je nach Programmanwendung liegt der Anteil der MTU von 15-18% an dem Gesamttriebwerk. Wenn Sie sich in diesem Bild die Kurve anschauen, hier ist aufgetragen in der roten Kurve der Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit vom Nebenstromverhältnis, dann sehen Sie bei der durchgezogenen Linie, biegt die Kurve irgendwann nach oben ab. Das heißt, der Punkt ist überschritten. Wenn Sie das Nebenstromverhältnis noch größer machen, brauchen Sie mehr Niederdruckturbinenstufen. Sie haben damit mehr Gewicht, haben eine zu große Gondel. Das heißt, der Kraftstoffverbrauch geht wieder nach oben. Also Sie haben irgendwo ein Optimum bei einem bestimmten Fan-Durchmesser. Diese Kurve sieht beim Geared-Turbofan ähnlich aus, ist aber nach rechts unten verschoben. Das heißt, Sie haben ein höheres Nebenstromverhältnis und erreichen auch größere Einsparungen. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass Sie, wenn Sie die blaue Kurve anschauen, das ist die Lärmkurve, dass Sie gleichzeitig einen Effekt mitnehmen, dass der Lärm nochmal deutlich niedriger ist als bei einem vergleichbaren Advanced-Turbofan. Sie können mit viel Aufwand auch einen Advanced Turbofan verbessern. Wir haben es gesehen, was alles möglich ist. Hier bekommen Sie das aber, sage ich mal, relativ einfach. Durch die viel geringere Fan-Tip-Speed und durch das höhere Nebenstromverhältnis, durch das geringere Fan-Druckverhältnis. Wenn Sie sich das Potenzial anschauen von dem Geared Turbofan, dann gehen wir davon aus, dass 15% Einsparung möglich sind im Kraftstoffverbrauch und in den CO2-Emissionen und 15-20 dB kumulativ gegenüber Stufe 4. Es hängt ab von der Anwendung, es hängt ab vom Power-Setting, vom Schub des Triebwerks natürlich. Sie sehen aber auch dass an dem Bild, dass das noch nicht das Ende der Entwicklung ist. Geared Turbofan kann genauso wie jeder Turbofan heute auch in den Komponenten weiter verbessert werden. Das heißt, das Druckverhältnis, Gesamtdruckverhältnis wird erhöht. Die Temperaturen können weiter erhöht werden in der Turbine, sodass Sie da also durchaus weitere Einsparungen erzielen können. Mit den Möglichkeiten, die wir sehen, durch noch größere Nebenstromverhältnisse, wir liegen jetzt im Moment bei 12,5 etwa beim NEO. Und wir können also das durchaus in einer Generation 2 durchaus weiter nach oben setzen. Da erreichen wir dann auch lärmmäßig nochmal eine Einsparung gegenüber dem, was der heutige Standard ist. Hier die berühmten Bilder, die Sie sicher gerne sehen. Das sind die Noise Footprints. Wir haben es heute mehrfach gesehen. Ich habe hier 3 Beispiele. Das ist jetzt Frankfurt, Startbahn West. Das blaue ist die 75-dB-Kurve. Sie sehen, dass das also durch ein vergleichbares Flugzeug mit einem Geared-Turbofan-Antrieb um 75% reduziert wird etwa. Die betroffene Fläche am Boden. Ähnliches Beispiel ist jetzt hier der Münchner Flughafen. Der Herr Fehl kennt das. Ich glaube, ich habe das schon mal präsentiert in München. Das ist eine ähnliche Situation, also deutlich reduzierter Noise Footprint.
Und als drittes Bild haben wir hier Zürich. Sieht es ganz ähnlich aus. Also es ist etwa drei Viertel kleiner, die betroffene Fläche, als mit einem konventionellen Flugzeug. Das ist hier eine 737-800. Das ist jetzt nochmal ein ähnliches Bild. Also warum ist der Geared Turbofan, das interessiert auch Airlines, es ist immer ein Anreiz, wenn Kraftstoffverbrauch sinkt und die Maintenance-Kosten sinken, dann kaufen die Airlines auch diese Triebwerke. Also wir haben jetzt im Moment, ohne zu viel zu verraten, mehr als 50% Marktanteil am Neo. Auch die Lufthansa, ich sehe den Herrn Buchholz hier sitzen, hat sich für die GTF-Engine entschieden, sowohl bei der C-Series als auch beim Neo. Ich glaube, das zeigt eigentlich auch, dass das ein ausgewogenes Design ist, dass also nicht nur Kraftstoffverbrauch optimiert wird, nicht nur der Lärm optimiert wird und nicht nur die Wartungskosten. Auch dafür gibt es Beispiele, EW 6000 war ein Beispiel in der Richtung, sondern das ist ein ausgewogenes Design, wo man also überall sich Vorteile verspricht. Maintenance-Kostenverbesserung in erster Linie dadurch, dass man weniger Stufen hat. Sie haben also schnell laufende Niederdruckturbine zum Beispiel, die ist wesentlich leistungsfähiger pro Stufe als bei einem konventionellen Triebwerk. Sie haben weniger Teile, sie haben relativ moderate Temperaturen im Moment und haben damit auch niedrigere Wartungskosten. Wenn das zusammenfasst, kann man sagen, wir gehen davon aus, dass eine Kraftstoffeinsparung von etwa 15% möglich ist. Das bedeutet, an einem Neo zum Beispiel gegenüber einer A320 pro Jahr etwa eine Einsparung beim heutigen Kraftstoffpreis von $3 pro Gallone und ca. $1 Million pro Flugzeug und Jahr. Wir haben 3.600 Tonnen CO2, bis zu 3.600 Tonnen CO2-Einsparung. Das ist etwa die Emission von 1.000 Mittelklassefahrzeugen pro Jahr. Lärm, Cape 6, minus 50% bei den NOx-Emissionen. Also wir werden diese Stufe Cape 6 um 50% unterschreiten und damit auch Cape 8, das irgendwann kommen wird, deutlich unterschreiten. Beim Lärm 15 bis 20 dB kumulativ gegenüber Stufe 4. Das wird sehr wahrscheinlich erreicht. Im Moment laufen Flugversuche bereits bei Bombardier. Wir kennen die Werte noch nicht, aber es bestätigt sich eigentlich, dass es in die richtige Richtung geht. Bei den Maintenance-Kosten haben wir schon darüber gesprochen, unter dem, was man heute bei vergleichbarem Schub hat, bei vergleichbarem Einsatzprofil. Und wir haben den Vorteil, dass wir als Erster auf den Markt kommen mit dem Triebwerk. Das Konkurrenztriebwerk ist also 9 bis 12 Monate verspätet nach unserer Information. Wenn man die Anwendungen sieht für diesen Geared Turbofan, sieht man hier 5 Anwendungen. Die erste ist die Bombardier C-Series, die CS-100, die kleinere Variante. Die wird also 2014 auf den Markt kommen. Ich denke, auch Lufthansa wird die ersten Maschinen in 2014 bekommen. Zweite Anwendung auf dem Bild, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Ich wollte Ihnen noch eine neuere Version schicken. Mitsubishi hat den Entry into Service verschoben von 2015 auf 2017. Betrifft uns hier in der Gegend weniger. Dafür gibt es im Moment 3 Kunden, die alle nicht in Europa sind. Airbus A320 Neo, Oktober 2015, das Ziel steht weiterhin. Ich komme da nochmal drauf zurück, wie der Stand der Entwicklung ist. Und im Januar, jetzt haben wir noch die MS-21 von Irkut, das ist also ein ähnliches Flugzeug wie eine A320-Familie, etwas größer. 160 bis 220 Sitzplätze, auch dafür ist die PW1400G, heißt das Triebwerk an der Stelle, eine der beiden Triebwerksoptionen. Für Bombardier, Mitsubishi und Embraer ist der Geared Turbofan die einzige Engine, die angeboten wird. Für die MS-21 von Irkut und auch beim A320 Neo gibt es also 2 Engine-Anbieter. Embraer hat sich im Januar 2013 entschieden, das Re-Engining der E-Jets
einer erfolgreichen Flugzeugfamilie, die heute ungefähr 1000, mehr als 1000 Verkäufe erreicht hat, mit dem Geared-Turbofan durchzuführen. Es wird also nicht mehr die vier Typen geben wie heute, Embraer 170, 175 und 190, 195, sondern nur noch die 175, 190 und 195. Und begonnen werden soll mit der Embraer 190, die soll also 2018 in Service gehen. Das sind die gleichen Triebwerke von der Turbomaschine her, wie sie jetzt bei Mitsubishi und Bombardier eingesetzt werden. Das ist ein etwas anderer Schub, etwas andere Installation, aber ähnliche Turbomaschinen. Ich gehe ganz kurz auf die Flugzeuge selbst ein. Die Bombardier C-Series ist ein 5-Abreast-Flugzeug, also ein Flugzeug zwischen der Regionalfliegerei und den Single-Aisle-Flugzeugen A320, 737. Sitzplätze in All Economy, 110 bis 135 Sitzplätze. Reichweite in der Größenordnung 3000 nautische Meilen. Ist 2008 im Juli gelauncht worden bei der Farnborough Airshow, damals bei einem Spritpreis von 4 Dollar pro Gallone. Enter into Service 2014. Im Moment 177 Firm Orders. 211 Optionen, also knapp 400 Flugzeuge in der Pipeline. Der Mitsubishi Regional Jet ist ein 4-Abreast-Flugzeug, ist ein Konkurrenzflugzeug zu Embraer E-Jets. Ist 2008 im März gelauncht worden vor der C-Series und soll jetzt 2017 in Service gehen. Es sind 165 Bestellungen und ähnliche Anzahl von Optionen, also über 300 Flugzeuge. Der große Hit ist eigentlich die A320neo-Flugzeug, das also schon mehr als 2300 Firm-Aircraft-Orders hat und 1000 Optionen, also über 3000, fast 3500 Verkäufe. Auch Lufthansa hat die Maschine bestellt mit dem Geared-Turbofan, ich habe schon gesagt. Das Flugzeug ist also um 15% etwa kraftstoffsparender als die A320, ist deutlich leiser. Wir haben die Zahlen heute schon gesehen von Airbus. Also man kann davon ausgehen, dass man mindestens für die A320 15 dB unter Stufe 4 erreichen wird. Ist im Dezember 2010 gelauncht worden und soll im Oktober 2015 in Service gehen. Letzte Anwendung, die MS-21, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, ähnliches Design wie die A320, soll 2017 in Service gehen, eine der beiden Triebwerksanwendungen, Geared Turbofan. Die Embraer E-Jets, ein 4-Abreast-Flugzeug, das 2018 in Service geht, eine etwas geringere Reichweite als die C-Series und nur 4 nebeneinander in der Kabine. Die C-Series hat 5 Leute nebeneinander. Ist damit auch nach oben etwas mehr begrenzt in der maximalen Anzahl der Sitzplätze. 165 Bestellungen im Moment, 200 Optionen, also 365 Flugzeuge. Das alles zusammenfasst, dann sind also mehr als 4500 Geared-Turbofan-Triebwerke der verschiedenen Modellreihen bestellt. Hauptpunkt, mehr als 2000 Triebwerke davon mit Sicherheit sind für den A320neo und die anderen verteilen sich auf die 4 weiteren Anwendungen. Wie ist der Entwicklungsstand von diesem Geared-Turbofan? Der Geared-Turbofan ist also im Februar 2013 von der Transport Canada zugelassen worden. Das heißt, das Triebwerk hat seine Zulassung. Das Triebwerk ist montiert an der C-Series, an den Flight Test Aircraft. C-Series führt im Moment Flugversuche durch. Das ist ein Flugversuchsprogramm von 2500 Stunden. Das wird soll in den nächsten 12 bis 15 Monaten passieren. Am Ende dieses Flugversuchsprogramms steht dann Entry into Service, wird also Mitte bis drittes Quartal 2014 werden.
Erstflug war am 16. September, war etwas verspätet, nicht wegen Triebwerk. Triebwerk war also schon rechtzeitig vor Ort. Gab es andere Themen, aber ich denke, das Flugversuchsprogramm läuft inzwischen recht gut und wird auch sein Ziel erreichen. Wenn man sich die Entwicklungen anschaut, wir haben gesehen, die meisten Engines fließen in die NEO. Das heißt, wichtig ist, wie läuft das NEO-Programm, auch sehr wichtig ist, wie läuft das NEO-Programm. Das NEO-Programm profitiert natürlich von den beiden anderen Entwicklungsprogrammen. Die Triebwerke sind sehr ähnlich, die Konfiguration ist fast identisch. Das heißt, die Erkenntnisse der beiden Entwicklungsprogramme Mitsubishi und CCUS fließen auch in die Entwicklung der NEO ein. Ein großer Vorteil, nimmt Risiko aus dem Programm. Das heißt, Entry into Service Oktober 2015 sollte kein Problem werden. Die NEO-Engine fliegt bereits, ist im Flugversuch bei Pratt & Whitney. Also der erste Triebwerkslauf war am 28. November 2012 und seit 15. Mai 2013 läuft das Flugversuchsprogramm bei Pratt & Whitney mit diesem Triebwerk und es sind bereits mehrere hundert Stunden Flugzeit erflogen. Wie könnte es weitergehen mit dem Geared Turbofan? Aus unserer Sicht so, wie es jetzt verlaufen ist. Es gibt eine Anwendung, wo der Geared Turbofan nicht zum Zuge gekommen ist. Das ist die Boeing 737 MAX, die Weiterentwicklung der 737NG. Ein großer Grund für uns war auch, dass die 737 vom Fahrwerk kleiner ist als der A320. Das heißt, der Fan-Durchmesser an der 737 war sehr limitiert. Damit kann der Geared Turbofan seinen Vorteil nicht zu 100% ausspielen, sondern hätte einen Kompromiss eingehen müssen. Damit verliert er auch gegenüber den Wettbewerbstriebwerken, den konventionellen Triebwerken. Grundsätzlich ist der Geared Turbofan nicht auf die Schubklasse beschränkt, die er jetzt im Augenblick abdeckt. Mitsubishi knapp 16.000 Pfund Schub bis A321 Neo 33.000 Pfund Schub. Der Geared Turbofan kann auch mit einem möglicherweise unterschiedlichen Übersetzungsverhältnis an jede Schubklasse angepasst werden. Im Raum steht auch eine Nachfolge der 757 möglicherweise bei Boeing. Aber auch größere Flugzeuge bis hin zu Widebodies. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gern. Thank you very much for the Vielen Dank für Ihre Präsentation. Und damit möchte ich die Diskussion eröffnen für diese Präsentation. Meine Damen und Herren, Fragezeit. Oder wenn Sie Kommentare abgeben möchten, auch gerne bitte. Da hinten. Frau Barth, stellen Sie sich kurz vor. Regine Barth, Scientific Fellow of SFR at the Institute in Darmstadt. If you had a wish. Die Rahmenbedingungen auf EU-Ebene und auch in Deutschland gestalten, um möglichst früh den Personen, die um die Flughäfen rum wohnen, die Vorteile von ihrem Produkt zukommen zu lassen, also das möglichst schnell und in möglichst großem Umfang auch da entsprechende Einbauten passieren und Flugzeugmuster gekauft werden. Was würden Sie sich wünschen? Also wenn ich die Frage jetzt so richtig verstanden habe, dann würde ich wünschen, dass einfach die Markteinführung wirklich schnell ist von den Triebwerken. Ist das was, wo Sie aus Ihrer Sicht politische Rahmenbedingungen helfen könnten? Und wenn ja, wie müssten die aussehen? Also im Augenblick ist es so, dass Technologien, die entwickelt worden sind, umgesetzt werden in tatsächliche Triebwerke, die nächstes Jahr auf den Markt kommen. Politische Rahmenbedingungen, ich meine, die Triebwerke, die Flugzeuge kosten Geld. Das ist, wenn man es erleichtern würde, den Kunden, die diese Flugzeuge kaufen,
I think the question is, comes very close to that, what I meant, what I asked at. Ich glaube, das ist ganz ähnlich, was ich auch vorhin schon zur Frage gestellt hatte. Politische Entscheidungen, die einen zwingen könnten, unterschiedliche Entwicklungen durchzuführen. Also sind Sie schnell genug? Sind die Fluggesellschaften schnell genug? Und natürlich Verantwortung übernehmen für Lärmreduzierung. Können wir den politischen Druck erhöhen? Nein, das glaube ich nicht. Natürlich schon an der Generation 2 Gear-Turbofan gearbeitet wird. Das heißt, die Technologieentwicklung geht weiter. Die nächste Stufe der Verbesserung wird kommen. Diese Sachen sind jetzt verkauft, werden eingeführt, werden schnellstmöglich produziert. In München ist eine neue Halle entstanden bei MTU, die also im Jahr 3.500 Verdichterräder bauen wird. Das heißt, wir sind momentan auch, was die Umsetzung betrifft, dieser ganzen Technologien auch limitiert von der Herstellung. Heißt, schneller als im Augenblick können die Sachen in München nicht produziert werden. Das ist eine große Herausforderung, das so umzusetzen von der Stückzahl, die hier kommt. Und ich denke, dass der Plan muss erst abgearbeitet werden zu dem, was jetzt kommt. Okay, further questions, please. Over. Weitere Fragen? Ja, hier. Warten Sie bitte auf das Mikrofon. Andernfalls können wir Sie nicht verstehen. Hochinteressant sind für die Lärmreduzierung und Verbrauchsreduzierung. Sind die auch geeignet, um in Retrofit-Programmen eingesetzt zu werden? Das wäre die günstigere Variante dann für die Airlines. Also die Frage kommt mir bekannt vor, Herr Fell. Did you all get the question? Yes, you got. Okay. Grundsätzlich ist das Triebwerk natürlich geeignet als Retrofit. Es ist allerdings so, dass beim Neo zum Beispiel Änderungen am Flugzeug auch notwendig sind. Das heißt, es gibt Verstärkungen am Flügel, der Gear-Turbofan hat ein höheres Gewicht. Die Gewichte des Flugzeugs ändern sich und damit werden auch Änderungen am Flugzeug notwendig. Inwieweit sich das wirtschaftlich rechnet und inwieweit sowas in Betracht gezogen wird, ist mir jetzt nicht bekannt, aber an sich sind das alles Designs, die eigentlich für neue Flugzeuge gedacht sind. That means so far you don't have any special order for. Das heißt, Sie haben noch keine Retrofit-Anfragen bisher. Nein, haben wir noch nicht. Weitere Fragen? Ja, bitte. Do you know when the noise certification tests will take place for the CS series? Wissen Sie, wann die Zertifizierungstests dann auch durchgeführt werden? Können Sie das nochmal wiederholen? Können Sie nochmal wiederholen? Die Schallzertifizierungstests für die C-Serie, wann werden die kommen und wann werden die veröffentlicht? Ich kenne die Daten nicht genau, aber ich weiß, ich habe gehört, dass ein Thema wohl ist, die C-Serie in Toronto durchzuführen. Und da wird sehr viel Druck ausgeübt. Also ich denke, die Antwort wird sehr schnell kommen. Weitere Fragen? Das ist jetzt nicht der Fall. Also noch nicht sofort weglaufen. Ich möchte Sie noch über zwei Dinge in Kenntnis setzen.